Hey Leute, schön, dass ihr wieder da seid. Ja, heute machen wir den Rest von der Ibanez RGR 42 fertig, also im Prinzip nur noch die Elektronik austauschen. Nur alles Weitere hier in diesem Video. Also bis gleich. Ja, bevor ich jetzt hier anfange, noch mal kurzes Wort zum letzten Video. Da hatte ich also diverse Methoden vorgestellt, wie man seine Bünde am besten polieren kann, womit und womit man es gut hinkriegt, womit man es nicht so gut hinkriegt. Ja, und da hatte sich eine Zuschauerin gemeldet und noch einen weiteren guten Tipp gegeben, weil ich hatte euch ja hier den Guitar Sticks ans Herz gelegt. Und sie hat mir dann noch empfohlen, einfach mal in eine Drogerie zu gehen und mal so einen Fingernagelpoliturfallen anzugucken. Ja, das habe ich dann auch gemacht und habe mir dann diese hier gekauft bei DM. Ja, und die funktioniert nach dem gleichen Prinzip wie der Guitar Sticks. Ihr habt hier drei Flächen, eine relativ raue, eine Medium und eine feine Seite. Also im Prinzip das gleiche, ein klein bisschen kleiner. Kostet dafür aber auch nur 1,65 €. Der hier kostet 9,95 €. So, aber funktionieren beide gleichermaßen gut. Also an dieser Stelle nochmal vielen Dank für den Tipp, der war richtig geil. Ja, kommen wir jetzt hier zur Elektronik. Also ich hatte ja bereits, ich habe hier schon so ein bisschen was abgeschraubt und ich zeige euch das jetzt einfach nochmal. Hier ist ja dieser Mid-Cut-Schalter, der kommt heraus. Hier sollte dann noch ein Poti rein. Und hier kommt dann halt der Switch fürs Coil Split und hier der Drei-Wege-Schalter ganz normal. Ja, und dann beim Aufschrauben habe ich dann gesehen, hier ist ja doch einiges anders. Ich zeige es euch einfach mal mit der anderen Kamera. So, und zwar ist mir als erstes hier aufgefallen, dass wir hier in dem Batteriefach gar keinen 9-Volt-Block-Akku hatten, Block-Batterie hatten, sondern einfach nur zwei Mignons für 3 Volt. So, und ich denke mal, die sind einfach nur dafür da, um hier den Mid-Cut-Schalter zu bespeisen. Weil die stehen nämlich auch überall nur 3 Volt. Das heißt, die Tonabnehmer, die hier drin sind, wahrscheinlich gar keine aktiven, sondern passive. Ne, werde ich jetzt gleich aber sehen, wenn ich sie ausgebaut habe. Ja, der Vorbesitzer sagte mir, die Batterien wären hier mal ausgelaufen. Da wurde dann halt das Batteriefach ausgetauscht, also nicht das Fach, also der Inhalt. Ja, und da ist mir aufgefallen, dass er ziemlich stümperhaft gemacht wurde. Also ihr seht jetzt hier zum Beispiel so, wurden die Kabel zusammengelötet. Das Minuspolkabel, das ist direkt von alleine hier abgegangen und auch hier war es nicht besonders festgelötet. Ich weiß gar nicht, wo das jetzt gerade hin ist. So, wenn ihr sowas macht, dann müsst ihr dann hier diese Stellen aber auch isolieren. Also dann irgendwie Schrumpfschlauch drüber machen oder zumindest irgendwie Isolierband. Weil wenn sich nämlich jetzt hier diese Stellen miteinander berühren, was ja durchaus mal passieren kann, dann gibt das noch einen Kurzschluss. Und das ist natürlich auch nicht so gut, wenn dann eventuell sogar die Batterien hier anfangen zu dampfen. Na, also das war jetzt hier nicht so besonders. Ja, des Weiteren ist mir noch aufgefallen, dass die Zargbuchse hier doch ein bisschen kürzer ist, als die ich eigentlich einbauen wollte. Und deswegen habe ich hier einfach mit dem Seitenschneider, also die war eigentlich so lang, habe ich einfach das Stückchen hier abgekniffen. Ist jetzt auch nicht so tragisch, weil wie gesagt, hier an diesem Pin hier kommt nachher der heiße Draht. Ja, und die Masse, die kann ich hier irgendwo, also ich werde sie hier an diesem Bügel hier anlöten. Muss ich allerdings gucken, ob das dann passt, aber sollte jetzt von der Länge her passen und hier auch nichts mehr berühren. Ja, die Elektronik, die kommt natürlich komplett raus, bis auf dieses eine kleine Kabel hier, das schwarze. Das hier, das ist nämlich das Massekabel, was von der Brücke quasi die Seiten hier mit dem Rest verbindet, also die Masse, die Erdung. Das bleibt drin, alles andere kommt jetzt raus. Ja, dann werde ich jetzt mal eben schnell alles rausruppen und dann sehen wir uns wieder. Also kurz, bis gleich. Okay, die Elektronik ist ausgebaut. Das ist jetzt hier quasi das, was drin war.
So, sind doch aktive Pickups. Ja, das sind hier die IBZ LZ3. Ja, hier Bridge und Neck. Wenn da jemand von euch zufällig die gleiche Gitarre hat, dann schreibt mir doch mal bitte in die Kommentare, ob ihr da jetzt auch nur so zwei Mignon-Batterien mit insgesamt 3 Volt habt oder ob das bei euch eine 9-Volt-Block-Batterie ist, wie das normalerweise so Standard ist bei aktiver Elektronik. Das würde mich jetzt aber wirklich mal interessieren. Ja, einbauen werde ich jetzt das hier. Das habe ich jetzt schon mal so im Vorfeld alles zusammengelötet. Sieht jetzt noch ein bisschen wüst aus, ist aber soweit fertig, dass ich im Prinzip nur noch die Pickups und das Massekabel anschließen muss und dann hier den Rest an die Ausgangsbuchse anlöte. So, und zwar hätten wir jetzt hier einen logarithmischen 500 Kilo Ohm Poti. Das erkennt man daran, dass hier ein A davor steht. So, bei der anderen war zum Beispiel ein 25 Kilo Ohm Poti eingebaut, also noch so ein Indiz dafür, dass das definitiv aktive Elektronik war. So, Volume ist hier B, das heißt, das ist linear. Ebenfalls 500 Kilo Ohm. Ja, hier ist der Kondensator, Ohrenstrop. Und das hier ist der Treble Bleed Kondensator. Den habe ich jetzt hier mit Schrumpfschlauch mal. Es war ein bisschen lose, aber es reicht. Also es wird sich jetzt hier nichts berühren oder irgendwelche Kurzschlüsse verursachen. Ja, hier kommt gleich noch die Masse von den Pickups dran und die Masse von der Brücke. So, hier ist dann halt der Mini-Switch. Hier kommen dann gleich noch die Split-Kabel dran von den Tonabnehmern. Ne, das wären jetzt quasi hier diese hier in dem Falle. Die werden dann halt jeweils an einer Seite angelötet. Ne? Entweder jetzt das hier, der andere Pickup dann hier an der anderen Seite und mehr ist das dann auch nicht. Ja, die Tonabnehmerrahmen, die behalte ich. Ne, die sind zwar schon so ein bisschen angelaufen, aber mir gefällt die Patina sehr gut. Deswegen bleiben die halt. Ne? Auch schön massiv. Ja, und dann brauche ich im Prinzip hier am Schalter noch hier die Bridge. Und hier Neck anlöten und dann war es das eigentlich. Ne? Und der Rest, der wird dann halt hinten an die Buchse angelötet. Okay, aber bevor ich das jetzt hier alles einbauen kann, muss ich noch ein Loch bohren. So, ich hatte eigentlich gedacht, dass ich jetzt das Loch noch aufbohren muss, wo vorher der Mini-Switch drin saß. Mir ist aber gerade aufgefallen, dass das hier auch ein 8 mm Loch ist. Also das brauche ich jetzt nicht mehr aufbohren. Nur ich muss jetzt natürlich noch ein zusätzliches Loch für den Volume-Poti machen. Weil hier, wo ursprünglich der Volume Poti drin saß, kommt ja der Switch rein. Ja, nur wenn ich das jetzt hier mit einer geraden Linie hier verbinde, sodass das hier alles eine Linie ergibt, wird das Problem, dass hier das Holz im Weg ist. Das heißt, wenn ich das jetzt hier auf einer Linie machen würde, dann könnte ich hier Probleme kriegen, den Poti reinzukriegen, dass das dann hier zu eng wird. Deswegen werde ich den hier so ein bisschen versetzen, so dass der dann quasi hier ein bisschen tiefer sitzt. Sollte aber von der Optik her okay sein. Also das wird dann hinterher genauso aussehen. Ja, so und das Tape, das ist hier aus folgendem Grund. Ich werde gleich hier von der Seite erstmal mit einem standardmäßigen 5 mm Holzbohrer hier durchbohren. Und damit das dann hier nicht ausfranst, habe ich dann das Ganze abgetaped. Ja, und wenn ich dann dieses 5 mm Loch habe, nehme ich hier diesen 8 mm Senkkopfbohrer und bohre dann von der Oberseite aus hier rein, damit es ebenfalls nicht ausfranst. Weil wenn ich es dann wieder von der anderen Seite mache, kann das passieren, dass hier die Lackränder platzen und das Ganze dann abplatzt. Und das will ich ja vermeiden. Deswegen bohre ich dann gleich hier von oben. So, normalerweise würde ich das auch draußen machen. Aber weil draußen schon dunkel ist und die Lichtverhältnisse so fürs Aufnehmen nicht so besonders sind und auch nass und kalt und eklig,
mache ich das ausnahmsweise mal hier drin. Ja. Ja, muss ich nur gleich wieder alles wegsaugen, aber das kriegen wir schon hin. So, da ich sowas jetzt auch noch nie gemacht habe, das ist jetzt ja auch meine Premiere, drückt mir die Daumen, dass das alles jetzt klappt geht. Ne? Also ich mache jetzt hier einfach mal so Pi mal Daumen. Dadurch, dass jetzt hier relativ wenig Platz ist, habe ich auch kleine Potis genommen. Normalerweise hätte ich die großen genommen, weil die einen schöneren Regelweg haben. Aber bevor das hier alles zu eng wird, habe ich mich dann doch für die kleinere Variante entschieden. Doch so ein bisschen ausgefranst. Ne? Aber nicht schlimm. So, und jetzt gehe ich mit dem Kegelsenker von der anderen Seite dran und hoffe, dass es ein sauberes Loch gibt. So, das war's schon. So, schauen wir mal beiseite. So, machen wir mal hier den Dreck grob weg. Ja, jetzt kommt der große Moment der Wahrheit. Staubsaugen. So, ist nie hundertprozentig perfekt. Also, klitzekleinem. Aber das ist jetzt nicht weiter tragisch, weil die Potis ja immer noch Unterlegscheiben. Die kommen ja noch da drüber und dann sieht man es nicht. Und deswegen ist mir das jetzt soweit. Ja, und ich würde sagen, passt. Ne? Ja gut, ich mache jetzt mal eben hier die Schweinerei sauber und dann bin ich sofort wieder da. Ja, ich bin jetzt hier soweit fertig. Also, ich habe jetzt hier alles nochmal mit beidseitig Leitner Kupferfolie ausgeklebt. Ne, sicher, sicher. Die ganze Elektronik schon eingebaut, alles verlötet. Funktioniert auch alles wunderbar. Ja, dass ich das hier abgekniffen habe, das den Überschuss, das war schon mal eine ganz gute Idee, weil sonst hätte das wahrscheinlich nicht gepasst. Ich habe es noch mit einem anderen nämlich ausprobiert und war wirklich ein bisschen eng. Ja, wie gesagt, hier sind halt Plus und Minus jetzt einfach nur angelötet. Sieht jetzt hier natürlich relativ wüst aus, ne, aber es funktioniert soweit alles. Ich habe das schon durchgetestet. Also alles ist geerdet, funktioniert alles wunderbar. Auch, ich habe es auch mal angeschlossen kurz, um zu gucken, ob die Tonabnehmer alles funktionieren. Es funktioniert wunderbar. So, jetzt habe ich nur noch eine Sache. Der Schalter hier, der ist relativ hoch. So, und dann hatte ich so ein bisschen Angst, dass das irgendwie Kontakt kriegen könnte mit der Abschirmung auf der Abdeckung. Deswegen habe ich hier auf der Abdeckung einfach nur mal so einen Streifen PVC-Tape draufgeklebt, damit das quasi dann isoliert und hier keine Berührung zustande kommen. Das beeinträchtigt die Abschirmung jetzt aber überhaupt nicht. Ne? Also das funktioniert trotzdem alles wunderbar. Gut, und von vorne sieht es dann halt jetzt so aus, ne, dass ich jetzt hier halt, wie gesagt, den Switch habe zum Splitten. Hier ist jetzt mein Volume-Knopf. Hier natürlich der Ton. Hier ganz normal der 3-Wege-Schalter. So, die beiden Speed-Dump-OT-Knöpfe hier, die sind schon so ein bisschen abgeranzt aus. Ich habe nämlich jetzt einfach nochmal zwei von Goto gekauft, die sind schon geaged gewesen.
So, ich hätte jetzt natürlich den nur einen kaufen können und den anderen, der ja auch schon ein bisschen abgenutzt aussieht, weiterhin verwenden können. Nur die sind halt so ein bisschen unterschiedlich. Und deswegen wollte ich dann halt zwei gleiche. Deswegen habe ich dann halt hier zwei abgeranzte gekauft. Nicht, dass ich dann hier einen alten und einen neuen habe. Das hätte dann auch nicht ausgesehen. Aber wenn ich jetzt hier zwei neue dran gemacht hätte und dann hätte er zum restlichen Look halt auch nicht so wirklich gut gepasst. Waren jetzt auch nicht so teuer. Ich glaube, ich weiß nicht, 8 € oder sowas. Ne? Also geht noch. Ja, viel zu tun gibt es jetzt allerdings gibt's jetzt auch nicht mehr. Ich muss jetzt im Prinzip nur noch den Hals anschrauben. Kurz die beiden E-Seiten eben aufziehen, gucken, ob die Höhe vom Sattel passt, dann den Sattel natürlich noch befestigen, eventuell dann noch so ein bisschen nachfeilen, weil die E-Seite auf jeden Fall ein bisschen dicker wird. Ja, und dann im Prinzip nur noch Intonation, also Saiten drauf, Stimmen, Intonation einstellen. Ja, und das war's dann eigentlich. Ja, nur das mache ich jetzt alles noch im nächsten Video. Also ich mache auf jeden Fall noch ein Video jetzt hierzu, weil das ist jetzt hier auch schon ziemlich spät geworden. Und ja, ehrlich gesagt, da ich noch ein bisschen schneiden muss und das Ganze noch gerendert werden muss, damit das dann auch schön morgen Abend hier pünktlich wieder online ist. Ja, muss ich mich jetzt noch ein bisschen sputen und das schaffe ich sonst zeitlich alles nicht, ne? Weil ich muss morgen noch zur Family, Weihnachtsessen etc. bla bla. Ja, kennt ihr. Bin bestimmt wieder interessant. Ja, deswegen würde ich sagen, machen wir alles weitere dann im nächsten Video. Ja, und dann bedanke ich mich natürlich wieder recht herzlich fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch gefallen. Habt noch ein paar schöne Weihnachtstage und wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Bis dahin bleibt gesund und wahrscheinlich auch schon mal einen schönen Rutsch ins nächste Jahr. Na, bis dahin, ciao, ciao.